Hallo zusammen. Heute möchte ich mal zeigen, wie einfach es ist, mit einem Arduino Nano, einem Bluetooth-Modul und einem Motortreiber, der 2 bis 4 solcher Motoren mit Rädern betreibt, solch ein Fahrzeug zu bauen, das per Android- oder iPhone-App gesteuert werden kann. Viel Spaß dabei! So, bevor wir uns jetzt die Verkabelung etwas detaillierter anschauen, gucken wir mal uns die App an, die später ja das Fahrzeug steuern soll. Und die gibt es unter dem Namen Dabble für Android und Apple in den jeweiligen Stores herunterladbar, ist kostenlos und ist sehr gut und detailliert auf der Webseite beschrieben. Da komme ich aber später noch zu. Der Hersteller empfiehlt, um dieses Gerät ordnungsgemäß zu betreiben, entweder dieses Bluetooth-Modul HM10, entweder hier diesen HC5 oder den HC6. Es würde auch ESP32 funktionieren, aber wir werden in unserem Fall jetzt uns mal den HM10 etwas genauer anschauen. Damit die Kommandos, die von den Bluetooth-Modulen an den Arduino übermittelt werden, auch auf die Motoren übertragen werden, gibt es quasi dieses kleine Modul mit dem schönen Namen MotoDrive 2. Dieses Modul kann bis zu 4 Motoren ansteuern. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Pinne, die wir dann auf den Arduino leiten, um halt einzelne Signale zu übermitteln. Die 2 Pinne, die hier noch mit einem Jumper belegt sind, sind dafür da, um einen Motor zu deaktivieren oder zum Aktivieren. Zum Beispiel bei Stromausfall oder wenn die Bluetooth-Verbindung abreißt, kann man hier das Ganze auch über den Arduino steuern. Hier rechts und links sind die Anschlüsse für die jeweiligen Motoren und die 3 Anschlüsse hier vorne sind dafür da, dass man hier eine Spannungsversorgung von mindestens 5 Volt bis maximal 35 Volt hier anlegen kann. Daneben haben wir Ground und hier haben wir nochmal einen Spannungsausgang von 5 Volt, womit wir später, wenn wir quasi das Teil mit Batterie versorgen, auch dann unseren Arduino mit Strom versorgen können. Was die Mikrocontroller anbetrifft, ist es hier egal, ob wir jetzt einen Mega Uno Original Arduino oder einen Klon verwenden. Es ist und bleibt auf jeden Fall so, dass hier unser Hauptstar dieser kleine Nano ist. Und der wurde schon oft genug beschrieben und der kommt heute hier zum Einsatz. Hier jetzt einer von den 4 Motoren, die inklusive Rad derzeit im Handel für etwa 2 Euro bis 2,50 Euro zu erhalten sind. Diese Motoren beinhalten in dem Gehäuse auch noch ein Getriebe. Sie sind laut Hersteller mit einer Spannung zwischen 3 bis 9 Volt zu betreiben. Empfehlung des Herstellers ist 4,5 Volt. Als Grundlage habe ich, weil ich einen 3D-Drucker habe, mal geschaut, ob es bei Thinkiverse dafür eine Vorlage gibt und siehe da, es gibt sowas und habe das hier mal in Rot ausgedruckt. Es ist aber auch möglich, das Ganze auf einer harten Pappe oder irgendwie ein Stück Holz oder sowas, die Motoren zu verkleben und zu verschrauben. Bei der Verkabelung beginnen wir mit dem MotoDrive 2. Da werden jeweils 2 Motoren auf jeder Seite 2 angeklemmt. Das dann so aussieht. Und jetzt kommen als nächstes noch die Räder aufgesteckt. Bevor jetzt der Arduino an den MotoDrive 2 angeschlossen wird, müssen wir noch den Quellcode auf den Arduino aufspielen. Dafür habe ich 2 Informationsquellen herangezogen. Einmal das Datenblatt von den MotoDrive 2,
Wenn man hier weiter durchblättert, kann man also neben den eigentlichen informativen Daten, was die Anschlüsse anbetrifft und die Spannungsversorgung und Beispiele, wie es angeschlossen wird, auch noch für den Arduino den Quellcode sehen, den wir benötigen. Und dann können wir sehen, dass wir hier gar keinen Library brauchen, sondern dass die Motoren Pin für Pin separat angesteuert werden. Wie vorhin gezeigt, haben wir die vier Motoren ja bei uns zwischen dem Pin 6 und 9 angeklemmt. Und hier wird noch eine Geschwindigkeit eingestellt, die man vorgibt. Diese Motoren werden alle auf Output gesetzt, damit sozusagen die Spannungsversorgung zu den Motoren läuft. Und hier unten wird dann quasi dann noch angegeben, wie welcher Motor wann angesprochen wird. Als zweite Informationsquelle ist die Applikation Double. Die wiederum hat auch sehr detaillierte Informationen, wofür sie letztendlich gedacht ist, womit man sie an oder wo man sie anklemmen kann, für welche Hardware sie angedacht ist und auch tatsächlich schöne Beispiele, die wir letztendlich dann für die Programmierung brauchen. Und wenn wir hier das quasi für Arduino aufklemmen, dann sehen wir hier, dass wir aber eine Library benötigen. Die wiederum muss dann ganz normal unter Bibliothek hinzufügen, dann gesucht werden. Und wenn diese Library dann installiert wurde, dann kann man bei dem Quellcode die Informationen wie folgt eingeben. Als erstes muss eine Custom Settings gesetzt werden, welches dieser Module wir ansprechen. Da wir das Gamepad verwenden, muss natürlich hier auch das Gamepad-Modul angegeben werden. Dieses Eve können wir rauslassen. Wir brauchen eigentlich nur dieses Include Double. Und dann können wir beginnen, das Ganze über seriell anzusprechen und mitzuteilen, welche Informationen wir vom Gamepad an den Arduino übermitteln. Das sieht dann in der Entwicklungsumgebung der Arduino IDE dann wie folgt aus. Man geht unter Sketch, dort unter Bibliotheksverwaltung und hier kann man dann unter Double suchen. Wer es noch nicht installiert hat, hier hat hier auf der rechten Seite den Installationsbutton. Da ich es schon installiert habe, sieht man, dass ich hier die 1.5.2 bereits installiert habe. Danach kann man von meiner Webseite prilichen.de diesen Sketch herunterladen. Ich habe, wie gerade eben schon gezeigt, die zwei Informationsquellen verwendet, um diesen Skript zu bauen. Hinzugekommen sind jetzt quasi noch zwei Zeilen, und zwar, dass die Motoren einmal aktiviert und deaktiviert werden können. Das ist soweit praktisch, dass wenn also irgendwie die Verbindung abreißt oder die Batterie schlechter wird, dass der Wagen stehen bleibt und nicht einfach weiterrollt. Ansonsten, wie besprochen, dann hier unter Werkzeuge das richtige Board auswählen. Wenn man noch die etwas älteren Boards hat, dann hier den alten Bootloader. Ich denke mal, bei den neueren muss man hier den oberen wählen. Dann den passenden Port und schon geht man auf Hochladen, um es halt auf den Arduino aufzuspielen. Und das soll es, glaube ich, auch schon gewesen sein. Jo. Als weiteres kommt jetzt der Arduino dazu. Wir werden von dem Motodrive 2 einmal den ENA und den ENB verbinden. Die ENA geht an den Port D5 und der ENB an Port 6. Jetzt kommt die Verkabelung von den vier Motoren dran.
Der grüne Anschluss ist der von Motodrive 2, der erste Motor, der geht hier an dem Arduino an D7 und das Ganze geht so weiter mit dem orangen Anschluss für den zweiten Motor an D8, der dritte Motor an D9 und der vierte Motor an D10. Da gleich noch an den Motor Drive 2 die Batterien angeschlossen werden, wird natürlich der Arduino über diesen Motor Drive 2 versorgt. Das heißt, hier wird der rote Anschluss an den 5-Volt-Buchse angeklemmt und mit dem Arduino verbunden, sowie auch Ground an Ground. Das Bluetooth-Modul wird jetzt einmal an die 5-Volt-Leitung mit dem roten Kabel und bei Ground an Ground angeschlossen. Jetzt werden noch die zwei seriellen Anschlüsse angeschlossen, einmal RXD bei dem Arduino an D3 und TXD bei dem Arduino an D2. Zum Schluss kommt jetzt noch die Stromversorgung. Ich habe zwischen die Batterie und den Moto Drive 2 einen Schalter gepackt, damit man am Fahrzeug auch die Stromversorgung ausschalten kann. Hier ist bei den Batterien darauf zu achten, dass auf jeden Fall eine Minimumspannungsversorgung von 5 Volt benötigt wird, maximal 35. In unserem Beispiel, wie schon gesagt, werden 8 AA 1,5 Volt Batterien an den Start kommen. Hier in dem Beispiel sind es 18 650er Batterien, die jeweils 3,7 Volt haben. Wenn man das also so anschließen würde, würde das auch gehen. Auf jeden Fall hier den Pluspol an den plus 12 Volt Anschluss von dem Moto Drive 2 anklemmen. Und dann noch den Ground wiederum an Ground. So, und jetzt wird es wie immer wieder mal spannend, ob das Ganze, was man jetzt hier so geplant hat, auch funktioniert. Machen wir das gute Stück mal an. Lampen leuchten schon mal, ist gut. Jetzt gehe ich hier in die Applikation hinein, schaue dort, ob ich quasi mein
Bluetooth-Adapter findet. Der ist hier angezeigt als DSD-Tech. Den machen wir mal Connect. Er bestätigt mir, dass er da ist. Da gehen wir mal auf Pad. Und jetzt gucken wir mal, wenn ich jetzt hier was anklicke, rechts, links, vorwärts, rückwärts, geht das wunderbar. Und das ist doch genau das, was wir eigentlich erreichen wollten. Und das macht Spaß, wenn es wie immer, so wie es geplant ist, tatsächlich auch funktioniert. Und was man sonst noch alles mit diesen Verbindungen machen kann, dazu komme ich dann später. Juhu, das bringt Fun. Ja, ich hoffe, ich habe euch mit diesen Bauanleitungen motiviert, sowas nachzubauen. Ich würde mich wie immer über ein Like oder ein Abonnent freuen und wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.